geht der Trend hin in den nächsten Jahren? Das ist ja nur der Anfang, denke ich mir mal, von der Technologie. Ganz großes Augenmerk, also speziell, weil wir in den USA sind, ist ein ganz starker Fokus darauf, die Maintenance-Intervalle zu erhöhen. Also wir haben teilweise Strecken in den USA, wo wir alle 6 Monate die Schienen austauschen müssen. Und wir brauchen Systeme, die einfach länger halten, um eben die Maintenance-Windows zu reduzieren.